Wenn du den Speicher von deinem Fire TV erweitern möchtest oder vielleicht Maus und Tastatur anschließen willst, dann zeige ich dir jetzt genau, wie das funktioniert. Und ich würde mal sagen, los geht's. Es kann durchaus nützlich sein, Maus und Tastatur an den Fire TV Stick anzuschließen. Wir haben vor einiger Zeit zum Beispiel ein Video gemacht, wie wir GeForce Now auf dem Fire TV installiert haben. Da gab es damals die Hürde, dass man, ja, Maus und Tastatur brauchte, um bestimmte Passwörter einzugeben. Da haben wir damals das Ganze auch angeschlossen. Wir haben dazu tatsächlich auch mal ein Video gemacht. Das ist aber, glaube ich, nicht so optimal erklärt gewesen. Deswegen zeigen wir das hier nochmal richtig vernünftig. Außerdem wollen wir euch zeigen, wie man einen USB-Stick anschließt, zum Beispiel um Fotos oder Videos abzuspielen und vieles, vieles mehr. Und das ist tatsächlich alles möglich. Dafür braucht man halt ein paar Dinge. Das Ganze funktioniert nämlich über den Micro-USB-Anschluss am Fire TV Stick. Die Sachen, die wir euch jetzt vorstellen, die sind auch alle unten verlinkt. Könnt ihr einfach draufklicken. Das Ganze ist auch nicht besonders teuer. Erstens braucht ihr dieses OTG-Kabel. Genauer gesagt ein USB-A auf Micro-USB-OTG-Kabel. Dann ein USB-A auf USB-A-Steckerkabel. Einen USB-Hub, der so aussieht. Und ein USB-Netzteil. Jetzt nehmt ihr euren Fire Stick und steckt das wie folgt zusammen. Als erstes verbindet ihr den USB-Hub mit dem OTG-Kabel. Dann steckt ihr das USB-A auf USB-A-Kabel in den ersten Anschluss des USB-Hubs. Wie hier zu sehen, steckt ihr dann das andere Ende in das USB-Netzteil. Als nächstes steckt ihr das Micro-USB des OTG-Kabels an den Fire TV-Stick. Dann steckt ihr schon den Wireless-Empfänger vom Maus und Tastatur oder zum Beispiel den USB-Stick in den USB-Hub. Dann schließt ihr den Fire TV-Stick an den Fernseher an. Dann das Netzteil von USB auf USB einstecken. Wenn du es jetzt ausprobierst, sollte auf jeden Fall Maus und Tastatur funktionieren. Wichtig ist, die Maus funktioniert nicht in der ganz normalen Oberfläche vom Fire TV-Stick. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel einen Browser anmacht, dann seht ihr den Mauscursor. Außerdem kann man jetzt zum Beispiel E-Mails und Passwörter ganz komfortabel mit der Tastatur eingeben. Wenn ihr jetzt die Daten vom USB-Stick abrufen wollt, dann braucht ihr einen Dateimanager. Beispielsweise der Xplore File Manager. Wenn alles richtig gelaufen ist, dann sollte dort auf jeden Fall der USB-Stick als externen Datenträger angezeigt werden. Wenn ihr den USB-Stick aber nur für Videos braucht, könnt ihr auch einfach den VLC-Player runterladen. Der läuft mega stabil und von dem aus könnt ihr auch dann direkt auf den USB-Stick zugreifen und die Videos abspielen. Freunde, wenn ihr Fragen dazu habt, dann gerne in die Kommentare reinschreiben. Außerdem sind die ganzen Sachen, die wir hier verwendet haben, in der Beschreibung verlinkt. Ihr könnt natürlich auch andere kaufen. Und wenn ihr weitere Videovorschläge habt, gerne in die Kommentare reinballern. Wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder bei einem weiteren Video. Und bis dahin könnt ihr gerne in unsere Playlist reinschauen mit den besten Tipps zum Fire TV Stick. Also macht's gut, meine lieben Freunde. Wir sehen uns und tschüsschen.